Man muss es viel, viel machen. Jeden Tag mal 10 Minuten im Keller. Und nachher steht man am Ende des Winters ganz entspannt im Trackstack. Hi, liebe Leute. Ja, ich bin's mal wieder. Und zwar im Rahmen der Laguna Bike Challenge, das ist das Online-Coaching-Programm, was gratis ist, wo jeder mitmachen kann, für Wheelie, Bunny Hop Manual, bin ich jetzt hier bei Puris. Und zwar unser Sponsor Laguna. Da seht ihr schon direkt Indoor. Draußen schneit es total. Und es geht darum, Fahrtechnik-Tipps im Keller, in der Garage, im Wohnzimmer. Was könnt ihr da so auf engem Raum gut üben? Und ich hoffe, ich habe gute Inspiration für euch. Nach den ganzen Tipps, am Ende des Videos gibt es ein Gewinnspiel und ich kann euch jetzt schon sagen, das größte Gewinnspiel, was ich in all den Jahren hier gemacht habe und es ist super easy und einfach mitzumachen. Also bitte das Video bis zum Ende gucken und da werdet ihr sehen, das ist auf jeden Fall lohnenswert. Also wenn ihr überhaupt gar keinen Platz habt für Fahrtechnik-Training, weil ihr im Haus drin seid, dann könnt ihr immer Trackstand üben. Das ist die beste Gleichgewichtsübung, die man so auf engem Raum machen kann, würde ich mal sagen. Man kann natürlich auch sein Vorderrad am Anfang irgendwo abstützen, muss man natürlich gucken, dass man es nicht an einer weißen Wand macht, sonst hat man da die Flecken. Und ich kann jetzt schon sagen, viele sagen, ja, keine Ahnung, sieht gut aus, aber die üben das dann viel zu wenig. Und ja, wenn ihr eh nicht draußen fahren könnt, weil total schlechtes Wetter ist oder total dunkel ist, dann könnt ihr das super gut üben, könnt ihr auch in Hausschuhen machen, Pantoffeln anziehen und dann aufs Fahrrad. Ja, wie gesagt, Lernschritte, ich verlinke auch mal ein Video darunter, wo ihr noch mehr Tipps dafür kriegt. Aber Trackstand an sich, eine super Übung, die man im Geringen, wenn man wenig Platz hat, super machen kann. Ja, und da gibt es natürlich die Varianten, dass man zum Beispiel mal die Hand wegnimmt, den Sattel am Bein abstützt. Es gibt auch die Variante für Fotos, für so Panoramafotos im Urlaub, dass ihr beide Hände wegnimmt, muss man ja gar nicht so lang machen. Und dann kann man natürlich anfangen, wenn man noch ein bisschen Platz hat in der Garage oder so, vor und zurück zu pendeln. Vor und zurück zu pendeln mit dem Kettenzug. So, und dann kann man zum Beispiel auch sagen, man pendelt einmal so ganz zurück und dann wieder nach vorne. Müsst ihr halt einfach ein bisschen rumprobieren und das ist schon ein bisschen in die Richtung Fakie. Also Trackstand, Gleichgewicht, Fakie fahren, das könnt ihr super gut in der Garage üben. Ganz klar beim Trackstand, wie gesagt, ihr könnt euer Vorderrad abstützen, wenn ihr es noch gar nicht kennt. Ihr müsst in Bewegung bleiben und jetzt die Top-Fehler ist, dass man viel zu niedrig steht und angespannt ist. Oder dass man ganz viel Gewicht am Lenker hat, da funktioniert es auch kaum. Und noch ein Fehler, der häufig vorkommt, dass man versucht, so wild hin und her zu wedeln. Also besser aufrecht entspannt stehen, Gewicht auf die Füße, versuchen, das Vorderrad nur in die eine Richtung zu lehnen und die Ausgleichsbewegung lieber aus den Beinen zu machen. Mal ganz grob gesagt noch ein paar Tipps für euch und dann werdet ihr merken, es ist eine totale Übungssache. Man muss es viel, viel machen, jeden Tag mal 10 Minuten im Keller und nachher steht man am Ende des Winters ganz entspannt im Trackstack. Wenn man wenig Platz hat, was man trotzdem ein bisschen üben kann, ist so ein bisschen das Trailige. Also Trail, das bitte nicht verwechseln mit Trail, sondern T-R-I-A-L, das ist die Disziplin, wo Biker auf so Felsen oder Paletten rumhopsen und im Wettkampf darf man nicht den Fuß absetzen. Und es gibt natürlich noch Freestyle und Street-Trail, wo man dann noch Tricks dabei macht. Aber eigentlich ist es wirklich totale Balance-Geschichte und es geht jetzt ganz viel auch um das Versetzen der Räder. Da kann ich euch raten, das könnt ihr wirklich auch im Keller üben, wenn ihr wenig Platz habt, das Vorderrad zu versetzen. Also mit einer Tief-Hochbewegung und dann noch einem leichtseitigen Impuls das Vorderrad in die Richtung, wo man es haben will. Wenn man ein bisschen Platz hat, kann man natürlich auch versuchen, einmal ganz rum. Dabei ziehe ich dann die Bremse, dass ich nicht wegrolle. So, bevor man dann Drehwurm kriegt, da werdet ihr merken, immer gut, wenn ihr das schon so ein bisschen könnt, trainiert auch mal die schwache Seite. Die Seite, wo es bisher noch gar nicht so gut klappt. Und anstatt jetzt zu sagen, ich bestätige mir immer nur die Seite, wo es gut geht, auch die schwache Seite zu üben. Das kann man sogar auch in Spitzkehren und so verwenden, so leichte Vorderradversetzer. Und ist natürlich wieder eine Übung für euer Gleichgewicht. Ja, und dann werdet ihr merken, Trailer hopsen total gerne. Das mache ich jetzt zum Beispiel gar nicht so. Ich verlinke euch mal das Video zum Backwheel-Hop. Da braucht ihr natürlich ein bisschen Platz in der Garage, also alle anderen Fahrräder dann so wegräumen. Das macht der Björn, erklärt es in dem Video. Ich kann das gar nicht mehr, konnte ich früher mal. Aber das ist wirklich sehr trainingsintensiv am Hinterrad hopsen. Oder man macht halt immer so kleine seitliche Hopser. Erst das Vorderrad, dann das Hinterrad.
dann wieder in die andere Richtung. Und ihr werdet merken, das, was mir jetzt gerade misslungen ist in dem einen Versuch, das trainiert man dabei gut. Und zwar, wenn man leicht schräg aufkommt und wenn man so ein bisschen aus der Balance daraus ist, das wieder intuitiv auszugleichen. Das kann man damit auch super gut üben und spielerisch machen. Man kann natürlich hingehen und nach Spielereien sich eine Trinkflasche hinlegen und die Trinkflasche mit dem Vorderrad dann mal so weghauen. Es gibt so viele Varianten, was man da machen kann. Man kann natürlich auch sich an der Wand abstützen, zum Beispiel mit dem Lenkerende. Und ich habe jetzt hier, weil es eine weiße Wand ist, ein Handtuch dazwischen gemacht, damit man da keinen Fleck hinterlässt. Und da hat man mehrere Möglichkeiten. Wenn man jetzt selber totaler Anfänger ist oder ganz Jahre, Jahrzehnte lang nicht gefahren ist, kann man so Basic-Sachen nochmal üben. Zum Beispiel, dass man sagt, ja, ich habe jetzt ein Fahrtraining-Video gesehen, da ging es um zentrales Stehen und ich will mal gucken, ob ich das richtig mache, fühlt sich das gut an, dann kann man mal so ein bisschen experimentieren. Zum Beispiel, dass man sagt, ich nehme mal ein bisschen Gewicht auf den Lenker, jetzt bin ich zu weit vorne. Jetzt hänge ich mal ein bisschen nach hinten, jetzt spüre ich so viel Zug in den Fingern, jetzt bin ich zu weit hinten. Jetzt stehe ich zentral mit dem Gewicht auf beiden Füßen verteilt und bin hier ganz lastenfrei, habe meinen Lenker aber in der Hand. Ja, da kann man wirklich so ein bisschen rumprobieren, dass man sich wohlfühlt. Und man kann auch mal testen, wie ist das, wenn man so eine leichte Hocke geht, dass man merkt, boah, das geht ja schon voll in die Muskulatur, also lieber entspannt stehen. Man kann das mal testen mit der Ferse. Also, ich mache es mal so rum jetzt vor. Achtung, einmal gucken, dass das Handtuch da bleibt. So, man kann das nochmal testen mit der hängenden Ferse vorne. Am vorderen Fuß hängt die Ferse, damit man entspannt ist. Man kann auch probieren, wie ist das, wenn man sich auf einmal Druck auf die Pedale bringt. Also in diesem statischen Modus kann man auch echt ein paar schöne Übungen als Anfänger machen. Und wenn wir jetzt beim Thema statisch sind, das ist jetzt total advanced, da könnt ihr mal einfach eingeben bei YouTube, Manual Trainer selber bauen. Dann kann man sich so ein Ding für hinten bauen und dann kann man statisch das Rad da reinmachen und dann sich nach hinten hängen und den Manual, den Sweet-Bereich ein bisschen finden, ein bisschen testen. Also statische Übungen, sowohl im Basic-Bereich oder halt mit so einer Manual-Maschine, auch eine super Sache fürs Indoor-Training. Jetzt ein Indoor-Tipp noch für die absoluten Könner und auch welche, die ihr Können gerne zeigen oder die wirklich sagen, ich kann schon so viele Basics und auch manche Tricks auch schon. Dann gibt es natürlich so eine Art, ich sag mal, Flatland-Freestyle-Tricks, die ich jetzt selber nicht kann. Ich möchte euch nur kurz inspirieren. Ihr werdet sicher auf YouTube dafür Tutorials finden. Zum Beispiel, dass man sich hinsetzt und dann mit dem Fuß sein Vorderrad stabilisiert. Jetzt muss man kurz gucken, wie man es hier am besten macht und dann so hin und her wackelt. Ich halte mich jetzt hier fest, also ist natürlich geschummelt, weil ich kann das Manöver nicht und ich übe es auch nicht. Aber wenn es jemanden gibt, der gerne so wirkliche spielerische Poser-Tricks machen will, Poser jetzt nicht negativ, sondern welche, die einfach auch gut aussehen und die Spaß machen, kann man auch in der Garage oder im Keller machen. Da gibt es natürlich mehrere Varianten. Könnt ihr euch sehr inspiriert fühlen von den ganzen Freestylern oder so. Und das geht hin bis zu State of Liberty, wo man sich auf Hinterrad draufstellt, das Vorderrad ist in der Luft. Also das kann ich jetzt gar nicht vormachen, das werdet ihr aber alles finden. Und auch so Dinge wie dieser Aufstehtrick, wo man das Rad so stehen hat, das Pedal positioniert und dann auf das Pedal drückt und das Rad so hoch holt und dann drauf springt. Also das sind Dinge, die sind natürlich total advanced, wo ihr sagt, das sieht einfach nur gut aus, wenn ihr totale Könner seid. Die einzige Sache, wo ich sage, das ist schon ein bisschen fortgeschritten, aber es ist wirklich auch, kann man verwenden, wenn man auf einer Mauer balanciert oder auf einem North Shore Trail, einem Holztrail oder auf anderen Dingen, wo man will, wieder vom Rad runter, dann kann man so runterspringen. Da braucht man auch keinen Platz für. Das waren ein paar Inspirationen und Tipps. Wenn ihr noch das Gefühl habt, du hast was Wichtiges vergessen, schreibt es bitte in die Kommentare rein. Und ansonsten wisst ihr ja, Abo und Like und die Alarmglocke nicht vergessen, wenn euch die Videos gefallen. Jetzt wird euch was besonders gefallen, und zwar unser Gewinnspiel. Ihr habt schon von der Laguna Bike Challenge bestimmt mitbekommen im Kanal. Und da ist es wirklich was Einzigartiges. Wir haben dank der Unterstützung von Laguna und der Purs GmbH die Online-Lektion, die es sonst nur im ganzen Bike-Bereich als Bezahlmodell gibt, gratis rausgegeben. Also es sind 8 Lektionen für Wheelie, Bunnyhop, Manual, Hinterrad versetzen. Und da könnt ihr Schritt für Schritt lernen. Ihr könnt in der Facebook-Gruppe dafür oder in der MTB-News Fahrtechnik-Forum könnt ihr da Feedback noch holen beim Üben. Und bitte macht das, wenn ihr es lernen wollt, so könnt ihr es wirklich mit System und richtig gut üben. Aber ja, einfach als Danke dafür, dass ihr jahrelang immer die Videos geguckt habt und dass ihr weiter dabei seid und jetzt Bock habt, euch mit den Lektionen zu verbessern, haben wir ein großes Gewinnspiel gemacht.
Und es gibt unter anderem von Laguna ein Bad zu gewinnen. Es gibt Fahrtechnikkurse, es gibt einen Tag mit mir, einfach Touren und ein bisschen Fahrtechnik zu gewinnen. Also wirklich ein rundes Paket. Alle Informationen zu den Gewinnen findet ihr nochmal in der Videobeschreibung. Und da findet ihr auch, wie es geht mitzumachen. Super simpel an sich. Also ihr braucht nur ein Foto von euch oder eurem Fahrrad schicken. Und das wird dann hier gepostet und am Ende wird dann geguckt, welches Foto die meisten Likes hat. Es ist jetzt ein langer Zeitraum, in dem das Gewinnspiel geht, weil ihr auch viel Zeit braucht zum Üben. Ja, und wir wollen euch motivieren, bei der Challenge mitzumachen. Genau, also alle genauen Details zum Gewinnspiel findet ihr in dem Link in der Videobeschreibung. Und ich freue mich auf eure ganzen Einsendungen, eure ganzen Fotos. Die E-Mail-Adresse steht auch dann auch dort. Und ja, bin natürlich super gespannt. Danke auch nochmal an Rock My Trail, die zwei Fahrtechnikkurse sponsern. Also das ist die Bikeschule, die im kompletten deutschen Bereich Kurse anbietet, wo ich auch mit im Team bin. Also auf jeden Fall danke dafür. Und von F100, die uns noch Pflegeprodukte sponsern, weil es muss ja auch nicht nur das Bad geputzt werden, sondern auch das Fahrrad. Und ja, deswegen schaut euch das Gewinnspiel an, macht mit. Und ich werde euch auch in den nächsten Wochen immer wieder mit neuen Fahrtechnik-Videos und auch im Laufe der Monate auch weitere Updates auf dem Laufenden halten. Bleibt dran und wir sehen uns. See you.